Moin moin liebe Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde LS19 und Friesische Marsch am Mittwochmorgen. Ja, die erste Mittwochsfolge heute würde ich behaupten. Danke fürs Reinschalten. Und auf geht's. Wir müssen hier ein bisschen was schaffen. Wir haben noch einiges vor uns. Wir wollen nachher auch noch ein bisschen terraformen und zwar so eine kleine Ecke am Feld. Wir wissen, dass der Zaun sehr, sehr nahe ist und bevor wir jedes Mal mit jedem Arbeitsgang auf dem Feld hier später im Zaun hängen, dachte ich, machen wir da eine ganz dünne Spur Büsche zwischen. So haben wir eine größere Chance, dass die Mähdrescher, Sämaschinen, Düngerstreuer dürfte eigentlich sowieso nicht, aber man weiß ja nie, Dünger- oder Kalkstreuer, da später nicht hängen bleiben. Lustiges Kommentar war auch, dieses Feld schreit doch förmlich nach Kartoffeln oder Zuckerrüben. Nein. Den Ruf habe ich überhört. Das ist, nee, also ich finde, normales Getreide wird schon spaßig hier, glaube ich, ne? Was hatten wir jetzt noch gesagt? Welche Getreidesorte sollte hier rauf? Roggen oder, ich glaube, Roggen. Oder Mischgetreide, Dinkel, nee, ich glaube, Roggen. Das können wir auch später für die Brennerei benutzen. Wir können Mehl machen. Roggen ist ja recht vielseitig, hat einen guten Ertrag, bringt Stroh. Auf dem Feld Stroh. Vielleicht häckseln wir das auch einfach weg, weil wir eh wieder dann zu viel Stroh haben. Mal hat man ja einfach keinen Bedarf für so viel. Und wir haben gemerkt gestern in der Folge, dass man irgendwie mehr als 10 Minuten braucht hier für eine Runde mit 20 km/h. Und wir fahren nur kleine Runde gerade. Also das mit der halben Stunde mit dem Mähdrescher für rundherum ist, glaube ich, sogar untertrieben. Ne? Man kann ja auch in der Statistik sehen, soll ich das jetzt nicht gerade gucken, wie viel man jetzt gemacht hat, ne? Oder? Ups. Das heißt, ich müsste versuchen, später anzusehen in einer Aufnahmesession. Ist also praktisch nur auf dem Donnerstag möglich im Stream, weil da haben wir 2 Stunden so ungefähr und plus vielleicht noch eine Folge und ein bisschen von Nachspielzeit, was auch immer. Da komme ich ja auch mal auf 3 Stunden. Aber vielleicht passt es auch für ein Fett Super Sunday, ne? Das kann natürlich auch sein. Da haben wir 5 Stunden Zeit. Und da würde man natürlich mit 3 Sämaschinen, wenn wir dann die 3 Amazone-Sämaschinen tatsächlich haben, das Feld auch locker angesät bekommen. Mit 3 solchen Monster-Sämaschinen. Klar, 15 Meter haben wir, 45 Meter Arbeitsbreite. Das reißt schon was weg. Das wird trotzdem dauern, klar. Ich denke aber auch mit 2 Sämaschinen in 5 Stunden wäre das durch. Weil dann sind wir ja vielleicht im Frühling. Ne? Ich meine, Fett Super Sunday wird ja noch ein bisschen dauern. Das wird ja nicht diesen Sonntag klappen. Wir sind langsam nah dran, denke ich, am Sonntag jetzt mit den Punkten. Vielleicht diesen Sonntag danach oder dann in 2 Wochen Sonntag oder in 3 Wochen Sonntag. Dann sind wir auch mit dem Winter durch, weil wir können jetzt auch nicht den Winter groß wegspulen. Noch ist es trocken, wir haben keinen Schnee. Entspannte 2 Grad, 1 Grad Boden. Denn wir haben dann noch 3 kurze Ingame-Tage. Wir spulen schon immer die Nacht, die dunkle Zeit weg. Und die ist im Winter natürlich auch umfangreich, lang. Ich weiß nicht, was mit meiner Hintergrundmusik heute los ist. Kann sein, dass es ein bisschen heil drin ist heute mit Musik. Ja, denn wir wollen natürlich auch im Winter noch die Produktion wieder richtig zum Laufen bringen. Ihr wisst es, ich habe schon mehrmals gesagt. Ich werde es wahrscheinlich auch noch mehrmals sagen. Stück für Stück sollen natürlich die ganzen Produktionen wieder laufen. Rohstoffe bedient werden. Wir haben auch gesehen, dass im Hofsilo tatsächlich noch mehr ist, als was ich dachte. Dass von vielen Getreidesorten noch was am Start. Was einfach nur darauf wartet, dann weiterverteilt zu werden. Wir werden natürlich aber auch nicht alle Produktionen groß laufen lassen können jetzt über den Winter. Weil bei einigen schon was fehlt. Was wir dann eben auch logischerweise jetzt nicht direkt nachbekommen können. So, 1, 2, 3 Bahnen noch oder 4 Bahnen noch? Also so fahren wahrscheinlich eher 4.
Bin gespannt, ob der Kalkfahrer jetzt immer durchfährt. Ich glaube, auf 5 Tonnen haben wir ihn eingestellt. Beim letzten Mal hat er ja schon ein bisschen was hingebracht. Wollen wir dann an die 400.000 Liter Kalk haben? Würde ich jetzt so locker sagen, sollte das reichen, aber wenn man so ein bisschen überlegt, so sicher kann man sich da auch nicht sein. Da hinten, wenn man in die Richtung guckt, bei dem roten Haus, dahinter ist ein Stück Zaun, da sind wir ziemlich, ziemlich nah dran. Und da wird es wohl Sinn machen, ein kleines Stück mal ein bisschen terraformen, damit wir da einfach nur so einen 2-Meter-Streifen oder 1-Meter-Streifen mehr Platz haben. Ich will ja nicht auf der einen Seite das Feld jetzt kleiner machen, wo wir es hier vergrößern. Auf der einen Seite vergrößern, auf der anderen Seite wieder kleiner machen. Nee, nee. So war das nicht gewünscht. Was wir aber schon merken, das geht deutlich schneller als Bäume fällen. Ich wollte nochmal gucken, wir haben jetzt 12,2 Hektar bearbeitet. Düngerzeit, Erntezeit. Zeit gedüngte Hektar. Säte, gepflügte, gegrubberte. Eigentlich nur 14, das kann ja nicht stimmen. Letzte Folge waren wir hier bestimmt eine Viertelstunde beschäftigt und jetzt sind wir doch auch schon 7 Minuten hier beschäftigt. Das kann mit 14 Minuten nicht ganz stimmen. Die Hektarzahl geht ja auch hoch. Ballenzahn läuft auch weiter. 85.000 Liter Kraftstoff haben wir bisher verbraucht. Das ist auch ein bisschen, ne? Geht aber noch. Wer bietet mehr? Ja, nur damit kann man es nicht so richtig eingrenzen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier eine Ehrenrunde drehe, dann würde er weiterrechnen. Ist beim Düngen bestimmt genauso. Da zählt er nur das, was dann auch gedüngt wird, weil er nicht nochmal drüber düngen kann. Also, Kursplay, ne? Wir werden das Feld ja nicht selber düngen. Das muss ja Kursplay düngen für uns. Ich denke auch, wenn wir das nächste große Feld noch dazu kaufen, kommen wir auch bald mit unseren 2 Düngersteuern nicht mehr hin. Also in Hochzeiten, teilweise ja, aber nicht immer. Ich glaube, es wird gerade wieder Kalk gekauft. Die Gelduhr läuft ein bisschen runter. Wird wohl Kalk sein. Anderes wird aktuell nicht eingekauft. Das würde vielleicht nicht mal ganz passen. Ein bisschen aufpassen. Ich werde nachher keine Lücken drin haben. Das Feld soll schon vollständig werden. Ich versuche gerade abzuschätzen. Das wird ganz, ganz knapp, ne? Schön wäre es ja. Ja, also wieder Kalk eingekauft worden, knapp 8.000. Nee.
Das ist aber besonders ärgerlich, wenn es nicht ganz passt. Das sieht knapp aus, ne? Also wir werden mal wirklich versuchen, hier ganz außen zu fahren. Ein bisschen weiter rüber geht noch. Dann einfach wirklich gerade fahren. Dann könnte das zum Teil zumindest funktionieren. Aber wie gesagt, man will auch keine Lücke drin haben nachher, die man nicht anpflanzen kann oder so. Muss mal kurz. Da haben wir doch eigentlich einen Winkel immer drin, dass wir ungefähr wissen, ob wir 180 Grad fahren. Jetzt fahren wir 179,7. Und das passt ziemlich gut. Ja, mit GPS wäre das nicht passiert, werden einige sagen. Aber da mich jetzt auch noch dran zu gewöhnen, das ist wahrscheinlich nichts. Ja, jetzt sind wir bei 180. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen gegenlenken. Also 180 ist ja genau richtig, aber er ist 180,2 gesprungen. Wir wollen ja auf jeden Fall nicht weiter weg hier. Jetzt sind wir genau auf 180. Ein bisschen verzieht der Flug logischerweise auch. So passt das gerade sehr gut. Ja, jetzt verzieht er gerade wieder auf 180,2. Wieder zurück auf 180. Vielleicht jetzt auch mal runter auf 179,9. Aber passt. Ihr seht die Gradzahl nicht ganz, weil ich davor sitze, ne? So seht ihr sie hier unten. 180 Grad. Hilft schon weiter, wenn man wirklich ein bisschen orientieren will. Hier haben wir aber einen Versatz drin, ne? Da müssen wir selber einen rüber. Dann sind wir wieder bei 179,9. Ist auch fast wie GPS. Und das Gute ist, wir schaffen am heutigen Mittwoch das Feld auf jeden Fall zu pflügen. Und dann ist es das erstmal. Dann holen wir zwei Kalkstreuer und den Kursplan mal kalkulieren lassen. Schon wieder gucken. Machen wir es mal ein ganzes Stück rüber. Hätten wir vorher ein bisschen genauer fahren sollen mit den 180 Grad, dann wäre das nicht passiert. Ach, hier haben wir schon mal fertig dann. Sehr cool. Müsste nicht Autodrive eigentlich vorher machen, bevor wir hier kalken? Ich dachte, der Autodrive machen wir erst am Donnerstagabend zusammen hier auf dem Feld. Wegen diesem hier Reload, ne? Dass er automatisch da zum Hofsilo fährt und vollfüllt. Den Kalk. Wird im Zweifel dann ja nicht so gut funktionieren. So, da wir gerade hier sind, Leute, gehen wir einmal kurz da hinten hin und
Terraform da einmal am Zaun längs, in kleinen Streifen Büsche. Und hier vorne werden wir auch noch ein paar Büsche vielleicht verteilen. Also hier sehen wir schon mal, schön wäre es, aber passt leider nicht. Der Helfer kann es halt nicht. Lass mal wieder gucken. Große Büsche. Ein bisschen kleiner, dann kann man so ein bisschen halt malen. Dann sieht es nachher ein bisschen besser aus, wenn es einfach nur so ein Quadrat irgendwo ist, ne? Hier waren wir schon, aber ne, dann sind hier wieder. Hier waren wir aber schon. Ab hier wollten, hatten wir auch gesagt, wollen wir noch ein paar Büsche malen. Das ist ein bisschen Verschönerung hier. Ja, da wird schon knapp. Das ist schwierig. Hier ist genug Platz. So, nicht, ob wir uns hier noch irgendwo eine Feldeinfahrt malen. Also hier haben wir ja eine. Und das ist das Stück, was ich ein bisschen, ne, was ich meine, was ich gerne. Auf 2 machen wir einfach mal. Einmal hier durchmalen einfach. Ich glaube, hier wohnt derzeit auch keiner, oder? Ansonsten hat er jetzt eine schöne Hecke hier bei uns. So. Das war es eigentlich schon. Ups. Das dürfte reichen. Also ein bisschen mehr weg vom Zaun. Nicht komplett. Aber ich glaube, das passt so. Ja, das hier würde ich sagen, machen wir dann in der Folge wieder zu Ende. Heute Nachmittag haben wir auch wieder eine. Ne? Und allen vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Like da und einen Kommentar und so weiter. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.